So, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Zeit gelassen, bis ich hier weitermache, wenn dann, also ich weiß jetzt 15:30 und da kann ich dann schön Cut machen. Ja, das passte gerade. Aber ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, über das ich gerade reden möchte? Das ist, bestimmt gibt es das. Ja, neue Projekte und so. Also ich habe schon so ein paar Sachen in Aussicht, die ich auch gerne mal so in kommender Zeit machen möchte. Und einfach... Das ist ja dumm, anstatt dass man jetzt angreift bei so einer geringen KP-Anzahl bei uns. Aber okay. Schnapp, schnapp. Von wem habe ich das? Ich weiß nicht, irgendein Let's Player hat mal schnapp, schnapp gesagt. Und seitdem geht es mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Keine Ahnung. Und ich muss dazu sagen, dass ich nur verdammt selten... Das ist ja bescheuert, ey. Kann man nur zweimal hintereinander Clown-Wetzler einsetzen, wenn man also 0 KP hat im Prinzip oder einen oder so. Jetzt ist er tot. Die Animation ist echt cool, muss man ja wirklich mal sagen. Ja, neue Projekte. Ich habe so ein paar Sachen in Aussicht. Wir wechseln jetzt tatsächlich einfach mal. Das nun darf nochmal. Aber kommt, wann man möchte, und ich glaube, Super Mario Galaxy kann ich an der Stelle offiziell als abgebrochen ziehen lassen, denn ich glaube nicht, dass die Lust dazu kommt. So, jetzt habe ich mittlerweile sogar 3 Nachrichten in Skype. Was wollen die alle um 1.15 Uhr von mir? Ich weiß es nicht. Das ist ja süß. Wir haben schon 10.000 Mal die Weiterentwicklung gesehen und jetzt kommen sie mit der Vorstufe. Ist ja schon so ein bisschen erbärmlich, aber okay. Ja. Ich weiß nicht, gibt es sonst irgendwas zu erzählen? In privaten Angelegenheiten oder so? Die Fußball-Bundesliga hat wieder begonnen. Wir sind alle total happy und so. Ich wollte eigentlich nicht wechseln. Oh ja, 0:0 Hoffenheim. Ich habe keine Ausschnitte gesehen. Ich glaube, ich muss es auch nicht. Also, wenn ich mir denke, wie das Spiel ungefähr war. Aber okay. Ich will nicht zu viel über Fußball reden, denn es gibt ja tatsächlich irgendwie einen tatsächlich verschwindend geringen Anteil. Es gibt tatsächlich einen tatsächlichen Anteil. Philipp benutzt doch auch mal andere Wörter. Das ist total doof. Ja, es gibt ja tatsächlich so ein paar Menschen. Ja, es gibt ja so ein paar Menschen, die irgendwie Fußball nicht mögen und deswegen würdige ich mal andere Interessen. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl, weil wir 3 Löcher haben. Und eins davon ist eben, viele Wege führen nach Rom, aber hier eben nur einer. Gut, hier kommen wir erstmal an ein Item. Ein Sonnenstein, den werden wir ganz bestimmt nicht brauchen. Dann haben wir hier noch ein Item, und zwar einen Supertrank. Und jetzt gehen wir gleich eine Ebene nach oben und wir merken uns, wir müssen da zu diesem Plasma sparen. Also unten links irgendwie. Wir müssen irgendwo in eins von diesen Sanddingern, das sich unten links befindet. Scheiße, sind wir überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Nee, hier gehe ich immer nur weiter nach... Ja, klasse. Ach ja, ich und mein Orientierungssinn. Wir sind schon so 2 Feinde, aber ist okay. So, der oben war falsch, es müsste der hier sein. Dann kommen wir nämlich zu dem Doppelkampf, meines Erachtens nach. Ja, so ist es. Nein, es sind nochmal 2 Einzelkämpfe. Das ist jetzt wirklich erbärmlich. Ich meine, da packt man schon 2 hintereinander und denkt sich, oh ja, endlich mal wieder ein Doppelkampf. Nö, fehlen 2 Einzelkämpfe. Und die haben wahrscheinlich jetzt genau dieselben Pokémon. Gut, was gibt es sonst noch zu erzählen? Keine Ahnung. Ich könnte was über Clan, immer meinen Clan erzählen, was da so alles passiert ist, aber ich glaube, das kann ich, wenn überhaupt, dann in Mario Kart Wii tun, und ich will sowieso Let's Plays und Clan-Leben so ein bisschen distanziert voneinander betrachten. Insofern, ja, lasse ich es lieber bleiben. Zurückkicks. Ich habe gerade keine Ahnung, welches Vieh das ist. Wir wechseln einfach mal zu Clown, weil der einfach auch mal ein paar Level braucht. Der hängt ja etwas zurück, also genau genommen 3201 Level zu den anderen, aber ist okay. Und ja, machen wir einfach mal fliegen und weg. So. Außerdem, was wird in kommender Zeit noch kommen? Ich rede irgendwie eine verdammt große Zeit meiner Let's Play-Videos darüber, was in der Zukunft kommen wird. Ich denke, das ist vielleicht nicht so toll, aber okay, ist an der Stelle egal. Wir werden zusammen. Ich bin matschig. Ich bin momentan dabei, einen Clanor-Bericht zu
zu anzufertigen. Ne? Ein Clan-Warbericht anzufertigen. Ich habe schon so gut wie alle Bildmaterialien zusammengeschnitten, die irgendwie vorkommen sollen. Also zumindest rausgesucht. Dann kommen da jetzt noch so ganz, dann bringe ich die noch zum Teil in eine andere Reihenfolge bezüglich, also Line-Up zum Beispiel an den Anfang stellen und zu Beginn kommen ja immer noch ein paar Szenen und am Ende und dann gucke ich mir nochmal die ganzen Punktzahlen an, mache ein paar Word-Dateien dazu und wenn ich das dann habe, dann kommen die Zwischensequenzen und dann kommt in der Regel die Musik und wenn ich dann alles soweit fertig habe, dann kommt mein Kommentar, den ich mir manchmal eben vorher aufschreibe, wie im ersten Video und manchmal eben nicht, so wie im zweiten Video. Variante 2 ist einfacher für mich, weil ich weniger Arbeit habe, es ist spontaner, aber dementsprechend sind natürlich viel mehr Versprecher drin. Das ist halt so. Und ich will nicht dazu übergehen, dass ich das irgendwie zusammenschneide, was ich sage. Das will ich an einem Stück sagen. Das ist sonst irgendwie doof. Ja. Also einfach mal weitermachen. Der Clan War war im Übrigen auch ziemlich spannend, könnte man sagen. Jedenfalls eine sehr lange Zeit und ich denke, man kann Spaß daran haben. Oh ja, wir haben Spaß mit Philips Videos. Das haben wir ja sonst nicht. Ja, außerdem wurde ich getaggt. Schon vor 4 Wochen, glaube ich. Ich könnte langsam mich mal daran machen und tatsächlich das Tag-Video erstellen. Problem ist nur irgendwie, ich habe mit meinem guten Kollegen Miu, dem Erik, ja, gesprochen. Der wollte mir da etwas unter die Arme greifen, was dieses Video angeht. Inwiefern will ich jetzt nicht verraten. Das Problem ist nur, dass sein Laptop Schrott ist und der jetzt dementsprechend mehr oder weniger nicht mehr physisch hier anwesend ist. Und wir haben es geschafft. Oh, ein Scheren ist auf einmal hinter uns. Endlich eingeholt. Los, kommt hier zu mir, mach mal. Kommt eine Runde RTL gucken. Sieh an, sieh an. Das ist also die ganze Bande versammelt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe, keine Ahnung. Ihr gebt euch ja alle redlich Mühe, Reshiram, das zweite Drachen-Pokémon, zum Leben zu erwecken. Doch den Lichtstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühle dich geehrt, Philipp. Unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unserem König in einer letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmählichen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Im Leben wird nichts geschenkt und es ist nichts umsonst. Auch nicht der Tod und der kostet das Leben. Ah, ah, ah. Ja, ihnen die Freiheit schenken. Wünscht sich die Pokémon denn überhaupt getrennt zu sein und so? Was versteht ihr überhaupt unter Freiheit? Was ist das? Ich schau mal so bei Google. Hört, hört. Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon zu einer schwersten Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner statt über die Pokémon-Liga zu wachen. Fortan an deiner statt über die Pokémon-Liga zu wachen. Ich glaube, das ist grammatikalischer Nonsens. Seitdem durchstreifst du die... Seitdem durchstreifst du ziellos die Einallregion und obgleich du dich ein so unerbitterliches Schicksal ereilt hast, es tut mir leid für die Anti-Rede-Skills, und obgleich dich ein so unerbitterliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist, diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben, und sind Team Plasma und unser König
Wir sind Team Plasma und unser König wird den Menschen von Einal beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will. Und genau wie einst der Held, der Einal gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Zekrom und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ja, ich denke mal, ich werde gewinnen, ne? So für alle so Trainer, die so Pokémon mögen und so, ist ganz cool, glaube ich. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Ja, wieso bist du jetzt, also jetzt mal, chill doch mal hier. Finde ich jetzt nicht so gerecht. Du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt und zutiefst empfundenes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstenliebe, legen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund. Ich möchte... Hust, das ist ja toll, was er sagt. Ich möchte mir lediglich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelnder, ja gebrochener Menschen, insbesondere die ermattende, von tiefer innerer Leere kündende Dunkelheit in ihren Augen, mich in einen Zustand überschwänglicher Freude versetzt, der sich nun schwer in Worte fassen lässt. Langweilig. Ich meine, also, dieser Satz, der nimmt kein Ende. Das ist ein Bandwurmsatz, er könnte auch von E.T.A. Hoffmann sein. Das ist also... Wow. Sieht sicherlich schön aus, aber ich denke, dass zum Teil gerade jüngere Zuschauer diese Sätze nicht unbedingt so wahnsinnig gut verstehen können. Also, finde ich da nicht so ganz altersentsprechend. Naja. Nun denn, der Friede sei mit dir. Der Hass sei verbannt. Das wünscht dir Jesus aus dem Pokémon-Land. Oder so. Lol. Hallo, schubst mich doch nicht weg, so ein Arsch. Lauro, was hast du jetzt vor? Gar nichts. Oh, ich denke, ich kann mal so zur Pokémon-Liga zurück. Keine Ahnung, was dieser Spinner da macht. Was ist überhaupt dieser Lichtstein? Ich check grad gar nichts. Lauro, meine Satzanfänge sind immer gleich. Gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, meinetwegen, hier ist die voll scheiße drin. Nee, bin ich ganz klaustrophobisch. Klaus. Er meint, dass er Angst hat vor jedem, der Klaus heißt. Klaus. Hör auf, du machst ihm Angst. Ja, es ist so schön. Okay, wir sind draußen. Da fehlen mir glatt die Worte. Dann halt ich besser mal meine Schnauze. Ja, dann mach doch auch Lauro, du Arsch. Also, Cheren, du Arsch. Lauro, wieso sagst du Cheren dem Arsch nicht, dass er ein Arsch ist und dass er dann bitte aufhören soll zu reden? Fail. Das werde ich ihnen nie verzeihen. Oh Gott. Ich bin echt fertig. Sorry, Leute. Was mag dieser zwielichtige... Das ist Lauro. Was mag dieser zwielichtige N bloß im Schilde führen? Oh, ich weiß es nicht. So Drachen-Pokémon und so sind aber, finde ich, so auch ganz gut. Oh, jetzt klingt auch noch der Wieso-Kaster, ey. Philipp! Ach, das ist Professor Esche. Philipp, bist du da? Halt doch mal bitte die Schnauze, sonst muss ich dich noch hören. Oh, endlich höre ich dich mal. Weißt du, ich versuche dich schon die ganze Zeit anzurufen, ja, und der Kaffee wird kalt. Und den Kuchen, den kann ich auch nicht so lange im Ofen lassen. Verbrennt doch, denk doch mal nach, du Arsch. Also, lass jetzt alles stehen und liegen und so und hilf mir, die Kruste von meinem Kuchen abzumachen, weil das schon ganz verbrannt ist. Weißt du, es ist krebserregend und dann sagt mir der Arzt, trinken Sie noch weniger Kaffee, ja? Also, und jetzt zum Museum. Das macht zwar gerade keinen Sinn, aber geh einfach. Ja, also, ich mein's voll ernst, ne? Also, los, nimm die Beine in die Hand.
Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche bis hierher hören. Ist ja voll krass, ne? Läuft die gerade so mit bei der RTL oder so? Nee, okay. Naja, dann gehe ich auch mal mit zum Museum. Er sagte, geht zum Museum und lässt sich dann fliegen. Faule Sau. Und ich werde nochmal den alten Palast eingehend unter die Lupe nehmen. Den alten Palast, nicht den alten Palast. Egal. Der Dativ ist im Genitiv in seinem Tod und so weiter. Ja, egal. Ich kann und will einfach nicht glauben, was dieser Charlatan von Jesus sagt. Begib du dich jetzt am besten schleunigst zum Museum von Septerna City. Ja, liebe Kinder, ich denke, es reicht an der Stelle, denn wie man mir anmerkt, bin ich momentan nicht so, also physisch nicht so ganz auf der Höhe. Außerdem habe ich auch wieder eine gute halbe Stunde was aufgenommen. Das heißt, dadurch sind wieder zwei schnuckelige kleine Videos entstanden. Und ich habe einfach was für Sonntag und Montag und kann dann morgen nochmal irgendwas anderes aufnehmen. Und dann ist das alles gut und so weiter. Ja, im nächsten Part werden wir dann also nach Septerna City gehen. Denn momentan scheint ja hier diese Geschichte in einer sehr, sehr entscheidenden Phase zu sein. Können wir hier Team Plasma, insbesondere Anne und Jesus, aufhalten und dafür sorgen, dass die Pokémon weiterhin in Frieden mit den Menschen leben können. Auch wenn sie sich gegenseitig kämpfen in diesen Trainerkämpfen, aber egal. Oder wird Team Plasma gewinnen, uns alle vernichten und uns die Pokémon wecken, sodass wir keinen Nutzen mehr von ihnen haben können? Und was ist mit der Freundschaft zu ihnen? Ja, es gibt so viele kritische Flaggen. Fragen, ja, Mr. Chinaman, sehr guter Mann, essen Sie einen Glückskeks. Ja, es ist so fällig gerade. Oder wird es aber so sein, dass Team Plasma sich durchsetzt, die keinen Vorteil daraus ziehen können, bliblablub. Das ist die Frage und ja, was ist mit der Freundschaft zu unseren Pokémon? Wir wollen sie doch, also wir sind doch, was wird dann, ne? Was wird daraus? Das sind alles total kritische, wichtige Fragen. Die bleiben momentan noch offen. Wenn ihr sie zusammen mit mir lösen wollt, dann schaut doch beim nächsten Mal rein. Wenn es heißt, Chiren bekommt einen neuen Sprachchip und seine CPU-Auslastung ist zu hoch. Genau wie die meines Kopfes. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle, sage Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.